Sunken City. It is told that the Chalatoi once rose up against the will of the Drowned God. The punishment was most severe. In his rage, the god smashed the city beneath the waves. Okay, jetzt haben wir es gelernt. Wow, was für eine Karte. Gar nicht mal so klein. Herzlich willkommen zurück zu The Hive. Und mir, Cigaro. Danke, dass du wieder da bist. Und heute versuchen wir inselweise diese Etappe hier zu gewinnen, um schlussendlich hier hinzukommen. Ich habe auch das Gefühl, damit schaffen wir es dann bald auf die Oberfläche des Planeten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, kämpfen wir zum Schluss in dem Spiel als Menschen gegen uns. Only the most loyal Chalatoi champions remain in the city. They shall be the catalyst for the return. Carve out their hearts. Okay. Hab's verstanden. Nur die Besten leben hier. Wir haben hier Nahrung. Wir haben hier Fischgründe. Wo ist unser Erz? Wir haben hier kein Erz. Hier oben drauf haben wir erst Erz. Wie komme ich da hoch? Bestimmt hier. Hier oben muss ich hoch. Hier oben gibt es den ersten Kampf. Mann, ist die Karte groß. Ob wir das in einer Episode heute hinkriegen, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Viel Fisch unterwegs und hier habe ich das Gefühl, ich denke, selbst hier war es, ist es rot gewesen. Hier gibt es bestimmt Gegner. Ja, hier. Okay. Hossa. Gut. Ein paar Arbeiter ausbilden. Wir haben die Nahrungsposition jetzt schon so gut es geht hier auf dieser Insel erschöpft. Also erschöpft im Sinne von wir können jetzt hier bauen und haben keinen Grund mehr, Arbeiter auf Nahrungssuche zu schicken. Außer hier oben, da ist Fisch. Wir müssen wirklich jeden Fishing-Spot, so gut es geht, nutzen. Wie kommen wir hier rauf? Hier hinten. Okay, das ist ein langer Weg hier hoch. Gehst du da hin? Oh, hier sind keine Gegner. Okay, sehr gut. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt schon mal anfangen, die ersten Truppen zu bauen. Schau ich mal kurz, gibt's hier Fisch? Das ist auf jeden Fall komplett unsere Insel. Aber angegriffen werden können wir fast von jeder Seite. Blöd. Aber erstmal jetzt Truppen sammeln mit der Königin, die ich auch gleich brauche. 100 Nahrung wird ja wohl möglich sein, die zu fördern. Müssen wir mal nach rechts laufen hier. Ich möchte hier hin, hier runter. Und mal schauen, was es hier so gibt. Gibt's Truhen? Nahrung und ein bisschen Gedöns. Mal gucken. So, zack, bumm. Okay, warum ist das hier unten rot? Warum kann ich das sehen? Oh! Hallo, Mr. Geist. Das ist ein Nasloth, the Tidebringer. Okay, und hier ist ein versunkenes Grab. Die Ideen sind echt cool. Ich habe auch das Gefühl, dass wir nicht zum Schluss wirklich als Käfer durchgehend kämpfen. Ich habe das Gefühl, zum Schluss heißt es, die Menschen, die auf dem Planeten landen und dann sind die Käfer oben, weil das ist ja die Hauptstory. Hat ja eigentlich nichts mit dem Video, hat ja nichts mit den Käfern zu tun gehabt. Deswegen bin ich mal gespannt, was uns so erwarten wird. Gut, drei Truppen. Wir haben hier die Königin.
Das sollte reichen. Komm her. Schauen wir mal kurz, was da so auf uns wartet. Schön ist, wir decken ja erstmal auf, bevor wir angreifen. Und wir können sie ja einzeln locken. Das machen wir jetzt mit ihm. Oh, werden die ein hohes Level zum Schluss alle haben, wenn sie durchhalten. Okay, und zurück. Ich sehe gerade was auf der Karte. Da greifen wir das erste Mal an und kriegen direkt hier auch einen Angriff. Das ist also wirklich heimtückisch von dir. Oh, du Spiel. So. Ich hoffe nicht, dass die unsere Arbeiter angreifen wollen. Das wäre ja fies. Habt ihr das vor? Nein, habt ihr nicht. Okay. Ihr kommt auch hier an der Seite wieder vorbei. Ja, dann. Erst auf den, dann auf den. Okay. Geschafft. Regenerieren. Und danach... Oh, 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 oh. Ja, es ist genau das, was ich gedacht habe. Ich will keine Einheiten opfern. Das ist wirklich Quatsch, wenn ich das machen würde. Okay, Königin, komm mal zurück. Gut geschafft. Puh. Knapp. Okay, wieder hoch mit dir. Du dahin. Fies, wirklich fies. Wir werden halt da schon... Da werden wir öfter mit zu kämpfen haben, dass wir hier auf dieser Karte öfter angegriffen werden. Das heißt, ich lasse mal einen Verteidigungstrupp zurück, während ich jetzt hier zum letzten Mal runtergehe und diesen Bereich uns schon mal hole. Das heißt, der ist schon mal von der Karte getilgt. Weg damit, sozusagen. Da wäre es auch gut, vielleicht gleich den einen oder anderen hier mal, der hier die Nahrung produziert, mal als Arbeiter zu gewinnen. So. Gemeinsam seid ihr stark, meine Käferchen. Ich denke nicht, dass einer von uns sterben wird, eine Einheit. Oh, da oben kommt schon wieder was. Den noch kurz. Und zurück. Jetzt kommen sie hier immer wieder an. Puh, okay. Wird heavy. Aber ist nicht schlimm. Erstmal regenerieren wir uns hier eh. Den holen wir uns jetzt. Hier unten müsste ich, glaube ich, jetzt alles platt gemacht haben. Bin mir nicht sicher. Wir werden jetzt hier erstmal rumlaufen. Die Truppe, die ich jetzt hier habe, die wird im Level so hoch zum Schluss. Also, das wird gut. So. Okay, dann erstmal wieder zurück. Da lauft ihr jetzt mal hin. Und als Verteidiger brauchen wir noch zwei weitere Nahkampftruppen. Er ist fertig. Kommt hier hin. Der ist auch fertig. Kommt hier hin. Die Erze sind noch nicht komplett abgebaut. Das ist auch gut so. So viel brauchen wir auch gar nicht, weil wir bauen gar nicht so viele Einheiten. Nicht so viele Gebäude auf jeden Fall. Die kommen mal beide mit. Die hier haben wir platt gemacht. Ist hier noch was? Hier. Gut, dass ich den Arbeiter nicht alleine hingeschickt habe. So. Dann mal wieder zurück.
Leider, gibt es hier keine, keine direkten Nahrungsspots. Aber ist nicht so schlimm. Ganze Heckmeck für eine Frucht und eine Nahrungsoblade geführt, ja. Okay, die greifen uns wieder hier oben an, aber das ist jetzt mal egal. Ich erlaube den Angriff jetzt sogar. Wir ziehen die Truppen mal vor. Additional food required. So, ihr seht mich. Und wir euch auch. So. Ja, sieht gut aus. Weg. Und du auch. Und jetzt wieder auf die andere Seite. Alter Schwede. Was ist das hier eigentlich? Okay, wir können fast jede Insel betreten. Was ist das? Kommt jemand zurück? Sachen werden jetzt mal... Nee, erstmal rüsten wir ein paar aus hier. So machen wir das. Königin am meisten. So. Und noch ein Helm. Haben wir was für einen Helm? Nee. Dann gibt es hier einen Trupp, der bekommt das. Der bekommt das. Das und das. Gut ausgestattet. Hier ist ein Fernkämpfer. Die kriegen auch ein bisschen was. First Plug. Poison. 15% als Fernkämpfer. Sehr wichtig. Also Gift. So. Und euch geben wir auch noch was. Den Rest... Den dissolven wir wieder. Weil wir den Wert überhaupt nicht einschätzen können. Ach, ich kann... Okay. Wir haben einen Knopf, wo wir einfach mal alle Gegenstände, die wir nicht equippen können, dissolven können. Warum machen wir es nicht vorher? So, ich will hier hoch. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir das müssen. Die Erze grasen wir da aber noch ab. Hier kann ich, glaube ich, nichts weiter holen. Außer, dass ich euch hier platt mache jetzt. So. Das ist also die erste Insel, die bewohnt ist. Nicht mehr lange. So, und den haben wir auch. Frech, dass der jetzt hier einen runterschickt. Haben wir Truppen eigentlich gebaut, ausgehoben? Nein. Warum auch? Zwei Rhinos. Zurück. Komm, wir sind doch schneller als der, oder? Er ist so dämlich. Alles klar. So, dann wieder hier rüber, denn das hier drüben wird unser nächster Punkt sein, den wir als Basis erschließen. Denn ich glaube, wir kommen hier an Ressourcen ran. Ich muss mal gucken, wie viele Ressourcen hier im Wasser zum Beispiel warten, nahrungstechnisch. Weil Nahrung ist das Hauptding, was wir brauchen. Hier liegt einiges.
So, weg. Auch weg. Jetzt noch auf den Obermotz hier. Schauen, wo wir hier sind, was die Insel uns so bietet. Aber ich nehme die drei schon mal mit. Ich weiß. Wir könnten hier... Ah, hier oben können wir auch nichts machen. Hier ist noch so ein Fries, nicht schlimm. Hier ist ein Vulkan. Sieht cool aus, aber ist nicht wild. Diese Inseln hier sind auch nicht relevant, aber die hier ist... Oh, ja, die ist gut, weil hier sind drei Nahrungsspots. Da müssen wir rüber. Wo kommt er denn her? Okay, das Erste, was wir jetzt hier machen, ist, wir bauen hier eine Worker-Den. Hier hin. Fördern das. Produzieren noch drei Arbeiter. We are under attack. Okay. Hier wird gekämpft. Das Ding ist da. Wir können nicht bei dem Ding regenerieren, nee. Okay, dann erstmal hier unten bleiben. Andere Insel haben wir jetzt also auch eingenommen hier. Wichtig. Und jetzt gehen wir hier unten rüber. Hier sind noch Lebewesen, die wir uns noch holen können. Nahrung, wichtig. So, und dann gehe ich hier hin. Ich hoffe einfach mal, wir... Ah, die Truppe ist da. Sehr gut. Dann bauen wir hier noch ein Hive. Your forces are under attack. Und säubern jetzt diese Insel. Ja, kommt mal ein Cent. Erstmal auf den. Jetzt ihn. Das Vieh. Schauen wir mal. Sonst ist hier nichts. Dann wieder zurück. Den Arbeiter nehmen. Und hier noch eine Worker-Den bauen. Schön ist, ich kann die jetzt hier regenerieren. Wir haben viele Rohstoffe unten, also viel Nahrung. Sehr gut für die Produktion von Einheiten. Er kümmert sich darum, auch gut. Ich führe jetzt mit denen hier nicht den Angriff auf diese Kleinen aus hier. Das machen die, die hier gerade an denen rumknabbern. Die sind nämlich gleich aufgebraucht. Wo kommen die her? Von der oberen Insel, schätze ich. Okay. Dann gehen wir da nochmal hin. Fischproduktion, das ist super. Brauche ich euch gar nicht.
kümmert ihr euch mal um den. Und du hier nimmst den da hinten. Du nimmst den. Dann haben wir das hier. Mehr ist hier nicht. Gut. Das heißt, wenn er hier fertig ist, ziehen wir den hoch. Hier wartet einiges auf uns. Diese Kleinen und auch er hier. Die große Supermutter. Mega-Echse. Okay, entfernt. So, den Punkt haben wir auch. Mal jetzt hier hin. Wir haben hier doch einen Arbeiter irgendwo stehen, ne? Haben wir noch einen? Jetzt haben wir gleich einen. Wie sieht's hier eigentlich aus? Es ist hier einer arbeitslos. Du bist arbeitslos. Dann komm doch mal hoch. Die fischen weiterhin. Hier ist kein Fisch. Hier ist eine enorme Fischproduktion am Laufen. Das gefällt mir sehr gut. Oha, das klingt fies. Mal gespannt, was die hier haben hier oben. Hier ist ein Vulkan. Arbeiter hier hin. Und der erste Arbeiter kommt mal hoch. Und klärt mal diese Kiste. Und die nehmen wir jetzt hier mal mit. Wir sammeln weiterhin Ressourcen. Mir ganz wichtig. Und jetzt machen wir hier drüben mal ein bisschen Rambazamba. Oh ja, das kriegen wir hin. Also da kriegen wir den Gegner schnell mit platt. Mit der Überraschungs-, also sehr schnellen Angriffstaktik. Diese gepanzerten sind natürlich noch ein bisschen fies, aber danach, wenn sie gefallen sind, kriegen wir den Rest. Moralsystem ist noch nicht enthalten. Das wäre auch noch mal interessant für später. So eine Arbeitskrabbe hier rüber. Haben wir noch irgendwo Mineralien? Irgendwo Erze? Glaub fast nicht. Aber wir umkreisen jetzt hier einmal die Insel. Ist hier wenigstens Fisch? Ich hätte gerne eine Erzader. Nur eine einzige Erzader. Man sieht so schlecht. Ihr seht, glaube ich, gar nichts, ne? Man sieht super schlecht, wirklich. Oben drauf ist auch kein Erz. Oh ja, hier ist wenigstens noch eine Einheit. Okay, es scheint irgendwas... Okay. Wir haben so viel platt gemacht, dass hier anscheinend jetzt die Chance besteht, den Rest platt zu machen. Okay. Ein Ritual wird wieder durchgeführt.
Gebäude platt machen. Den Typen platt machen. Hier oben können wir keine Ressourcen rausziehen. Ich habe mir das jetzt ja alles angeguckt. Wir haben keine Chance auf Fisch. Wir haben gar nichts. Das heißt, Truppe wieder hier zurück. Obere Insel ist clear. Wir können alles dissolven, haben jetzt 610. Das heißt, ich kann die Regeneration... Ah, machen wir das? Nee, hier, komm. Angriffsupgrade. Das ist doch mal was. Er ist schon fertig. Die beiden sammeln noch. Die Fischer sind sowieso eifrig. Arbeitskräfte kommen hier hin. Die Arbeitskräfte auch. Okay, dann sammeln wir uns hier mal. Ich glaube nicht mehr, dass das lang dauert, diese Mission. Ich glaube, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt schon die ganzen Inseln klar gemacht haben, hier nur noch kleine Inseln sind, das ziemlich schnell hinkriegen. Obwohl hier viele vereinzelte kleine Inselbereiche sind. Ja, kommt her, kommt her. Mach den Tank platt. Gut. Nicht herausragend, aber gut. Ich weiß. Okay, hier sieht das mir nicht danach aus, dass diese Inselgruppen alle voll bewohnt sind. Das ist schon mal gut. Wir sammeln unsere Truppen hier. Hey, du kommst auch mit. Die Arbeiter nehmen wir auch mit, denn die müssen gleich einen Hive bauen. Hier oben möchte ich einen Hive haben. Dafür muss ich aber den Bereich clearen. Tank. Ja, er macht das gut. Er blockt seinen Mitstreiter. So. Jetzt einmal hier hoch am Altar vorbei. Hier oben ist bestimmt noch irgendwo ein, zwei. Hier. Ja, die kriegen wir jetzt. Also, ich erwarte keine große Gegenwehr mehr. Vor allem, wenn wir uns jetzt hier heilen noch. Also, da wird kein großer Ärger mehr kommen. Ich mach mal so, wähle hier den Wegpunkt aus. Dann bauen wir nochmal zwei Rhinos, drei Wespen und noch ein paar Legionäre. Falls sich der Computer doch überlegt, uns angreifen zu müssen mit irgendwelchen Mengen. Suchen wir uns hier mal den Weg. Ich glaube, wir nehmen den hier oben. Oh, Moment. Hier ist was. Oh, wir können ganz nach unten laufen. Können wir den ja direkt angreifen sogar. Müssen wir keinen Umweg rennen. Okay, ich sehe gerade nicht viel. Ich akzeptiere einfach, was geschieht. So, da seid ihr meine Kleinen. Erstmal auf das Haus. Arbeiter nehmen wir ruhig mal mit, würde ich sagen. Hier sehen wir die Einheiten, die produziert werden.
so great one. Taste the essence of life and turn the tide. Okay, wer ist er denn? Er hat auch was von einer Art Käfer. Müsste ich den jetzt platt machen? Stimmt. Ich bin gern einer, der alles beendet. Thousands of generations, the waters of life have flown pure. Your abomination has defiled this holy place. You will be purged at once. Okay. Ah, das ist einer für uns. Das ist unser Avatar. Alles klar. Das ist also unser... Der darf ja nicht sterben. Gut, dass ich Truppen gebaut habe. Kann der Avatar kämpfen? Ja, kann er. Den kriegen wir. Na komm schon. Gibt's ja wohl nicht. Jetzt haben wir ihn. Is buried beneath the waves in my wake. You are nothing. Okay, aber wenn wir nothing sind, hätten wir das ja nicht hingekriegt. Gut, wir haben es doch schneller geschafft als gedacht. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch noch alles Gute und wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen kleinen Daumen nach oben da. Kommentiert fleißig, ihr wisst, ich gehe drauf ein. Unterhaltet euch und wenn ihr mehr mit uns einquatschen wollt von der Gesamtcommunity oder auch mit mir speziell, kommt auf den Discord. Alles ist unten verlinkt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.